Oh, das Telefon klingelt. Hallo, hier ist Charlotte Spielwelt. Hallo Charlotte, ich habe ein Angebot für dich. Da bin ich aber gespannt. Wer war das denn? Deine Schwester Susi. Oh je, und was wollte sie? Sie meinte, dass wir meinen Geburtstag übermorgen bei ihr feiern könnten. Und du hast hoffentlich Nein gesagt? Nein, ehrlich gesagt bin ich ganz froh. Ich würde nämlich schon gerne feiern, habe aber keine Zeit für die Vorbereitungen. Deshalb passt Susis Angebot ganz gut. Ach du meine Güte. Es kommen ja noch andere Gäste, zum Beispiel Familie Wolf. Habe ich das richtig gehört? Und wir feiern deinen Geburtstag bei Susi und Richard? Ja, genau. Außerdem haben sie ihren Garten umgebaut. Und das würden sie uns gerne zeigen. Naja, aber bestimmt haben sie es nicht selber gemacht. Ja, das stimmt. Haha, ich stelle mir gerade Susi beim Handwerken vor. Ach, das ist ja schrecklich. Durch die Erde werden meine Fingernägel ganz schmutzig. Und meine Designerklamotten erst. Denk daran, ich bin morgen mit Liana in der Stadt einkaufen. Kinder, ich habe Oma für morgen eingeladen. Sie backt dann mit euch einen Kuchen für Mama. Ich kann das ja nicht so gut. Oh ja, Oma. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Was backen wir eigentlich? Eine Sahnetorte mit Erdbeeren. Die mochte eure Mama auch als Kind schon gerne. Oh ja, ich liebe Erdbeeren. So, die Erdbeeren habe ich selber mitgebracht. Die sind frisch vom Markt. Und die restlichen Zutaten müsstet ihr zu Hause haben. Wir haben alles da, außer die Eier. Oh nein, können wir jetzt nichts mehr backen? Keine Sorge, ich frage mal bei Nina nach. Und ansonsten gehen wir noch schnell einkaufen. Oh, hallo Mama. Hallo Nina, habt ihr zufällig noch Eier? Ich backe gerade mit den Kindern für Charlottes Geburtstag. Was für ein Zufall, damit sind wir auch gerade beschäftigt. Eier habe ich da. Hier, bitteschön. Danke, euch viel Spaß noch. Ich habe die Eier. Na, dann können wir ja anfangen. Als erstes schlage ich die Eier auf. Malte, du kannst 100 Gramm Zucker dazugeben. Okay. Und jetzt noch eine Prise Salz. Super. Das muss jetzt erst einmal gerührt werden. Das kannst du machen, Clara. Ja, gerne. Und jetzt? Jetzt können wir zusammen das Mehl in die Schüssel schütten. Mit dem Teig sind wir fertig. Jetzt ist die Füllung an der Reihe. Die machen wir aus Quark, Zucker, Sahne und Erdbeeren. Der Kuchen wird bestimmt mega lecker. Oh ja, am nächsten Morgen. Herzlichen Glückwunsch! Das ist für dich. Wir haben auch etwas gemalt. Oh, danke. Das habt ihr aber toll gemacht. Und diesen Kuchen haben wir mit Oma gebacken. Oh, danke. Aber fehlt da nicht ein Stück? Mensch, Johannes! Es war aber sehr lecker. Ach ja, das ist noch für dich. Was das wohl ist? Ein Gutschein. Ich kümmere mich jetzt mehr um Liana. Oh, danke. Kann es sein, dass du vergessen hast, etwas für Mama zu kaufen? Ja, und dann musstest du improvisieren. Nein, was für ein Quatsch. Ja, klar. Kommt, es gibt Frühstück. Und nun gehen wir los. Och Mann, das hatte ich ja schon total vergessen. Wir sind da. Da kommt auch Familie Wolf. Herzlichen Glückwunsch, Schwester Herz. Das ist für dich, Tante Charlotte. Vielen Dank euch. Hallo, schön, dass ihr da seid. Naja, außer mein Bruder. Ich bin schon gespannt, was ihr zu unserem Garten sagt. Das sieht ja luxuriös aus. Der Drache ist mega cool. Wasser! Ja, das ist schön, oder? Die Kuchen könnt ihr aufs Buffet stellen. Alles klar.
Oh, das ist ja viel. Ja, es muss ja auch für alle reichen. Johannes, du hast dich ja gar nicht herausgeputzt. Du hast ja dasselbe stillose Outfit wie jeden Tag an. Und du siehst aus, als würdest du auf eine Hochzeit gehen. Das ist doch noch schlimmer. Komm, Johannes, wir unterhalten uns ein bisschen über die Arbeit. Ja, okay. Mir ist langweilig. Ja, die Erwachsenen reden nur. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr in den Pool. Oh ja. Aber wir haben doch gar keine Badesachen dabei. Keine Sorge, wir schon. Tante Susi hat das mit uns abgesprochen. Ja, aber macht das Wasser bitte nicht schmutzig. Juhu, ab ins Wasser. In unseren Pool muss auch mal Wasser rein. Ja, hoffentlich macht Papa das bald. Aber ohne Spielzeug ist es sogar im Pool langweilig. Hä, kein Problem. Ich habe etwas mitgebracht. Das wird Susi schön gar nicht gefallen. Juhu, Sprudel! Ach du meine Güte, wie sieht das denn aus? Das ist ja schrecklich. Stell dich nicht so an, Susi. Macht Spaß. So, jetzt kommt mal wieder raus. Etwas essen. Na gut. James, mach mal ein bisschen Musik an. Wie Sie wünschen. Tanzt ihr ruhig. Wir passen auf Liane auf. Super, danke. Das war ja doch ganz schön hier. Ja, also das Tanzen war toll. Tschüss. Am nächsten Tag. Johannes, kannst du bitte Liana wickeln? Kannst du das nicht machen? Denk an deinen Gutschein. Also gut. Oh Mann, warum habe ich diesen Gutschein bloß geschrieben? Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss. Bis zum nächsten Mal.